Recht herzlich willkommen zur 19. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir warten jetzt hier, dass wir dieses hier übernehmen. Da kommt ein Bündnisangebot vom Pequotite. Warte mal, machen wir gerade 0. Das waren die hier unten, oder? Pequotisch. Das waren die. Ja, Bündnis hin, Bündnis her. Aber ich glaube, wir nehmen das an. Ist vielleicht besser so, oder? Wir sind im Krieg mit, ja, den wir gerade besetzen. Gut, okay. Umkämpfte Nachfolge, alles nicht wichtig. Machen wir erst weiter. Wir haben eine negative Bilanz, liegt aber daran, dass wir hier gerade christianisieren, oder wie man das auch nicht mehr sagt, ne? Ja, müssen wir gucken, dass wir hier jetzt fertig werden. 19, okay, haben wir den Kredit aufgenommen. Gut. Schauen wir mal, wie das hier wird. Da sind drei in Florida. Wir haben hier einen Kollegen, der uns aus Miknaquish, ne, Hallo sagt. Jetzt können wir hier gleich Frieden schließen. Da müssen wir gucken. Das Land würde ich auf der einen Seite sicherlich gerne nehmen. Bringt mir aber nichts. Ich will ein bisschen Geld rausschlagen. Weil, wenn wir verwestlichen, ne, da sind wir ja bei, oder? Dann haben wir das Problem, dass das nachher, ne, zu viele Länder rein werden, wo es einen Aufstand geben kann. Und deswegen müssen wir das erst sein lassen. Okay. Soll aber gleich werden, denke ich. 14. Automatisches Speichern. Läuft, oder? Ja, da. Die sind so weit. Können wir reingucken. Da ist gerade eine Armee wehr geworden. Hier wird weiter gekämpft. Weit sind die denn? Moral ist nicht mehr so tolle, unsere ist noch gut, oder ist es umgekehrt? Ach, da sind Pokrotische auch drin, oder was? Aha, interessant. Ja, gut, okay. Wird gleich schon werden, denke ich. Dauert aber ewig, ne? einen Tacken schneller machen? Ne, ich glaube nicht, das ist mir zu riskant. Ja, wir haben ja Frieden, können wir eigentlich auch schon so schließen. Aber ich möchte ein bisschen mehr rausholen, deswegen ist es sinnig, wenn wir das Land übernommen haben, oder? Einer haben Verluste erlitten, ist klar. Die füllen wir dann auch langsam wieder auf. Beraterplatz geht nicht. Umkämpfte Nachfolge gibt es da auch irgendwo in Frankreich, ne? War das, oder? Ne, doch nicht. Miknaquish. Oh, die Bevölkerung tritt der Western, die sie unser Versuch aus. Ja, aber ich will nicht abbrechen, sondern ignoriere ihre Forderung, verliere sich Legitimität. Ist halt so. Dann steigen da nachher wieder welche auf, ne? Ist auch klar. Ist aber so. So. Belagerung steht da oben was von 63%. Wir haben wieder einen Kredit aufnehmen müssen. Wir haben aber den hier frei, oder? Aha, da hat's geklappt. Das bedeutet, wir machen hier eine Friedensverhandlung. Ja. Welt des Friedens. Reichlich. Wie viel Geld haben die denn? Warte mal, ich mach mal Pause. Das geht mir sonst zu schnell hier flöten, naja. Irgendwie ist da das Geld alle. 40 ist nicht viel. Das würde nicht funktionieren, weil wir wahrscheinlich jetzt schon so viel Geld haben. Was haben wir hier? Verträge aufkündigen mit Krieg. Das können sie machen. Was haben wir hier noch? Ansprüche aufgeben. Wo sind wir denn jetzt hier aus Versehen hingereist? Auf Irokesen. Ja. Das machen wir auch. Und dann müssen wir noch gucken, was mit dem Geld weniger. Ja. Machen wir mal das. Gucken, wenn wir das Geld runternehmen, wie weit wir da zurückgehen. Wird wahrscheinlich nicht alles gehen. Oder doch? Ne, nicht ganz.
Als einfach kriegst du erzwungenen Militärzugang. Brauchen wir erstmal nicht. Okay, Handelseinfluss oder Kriegsreparation. Das würde alles gehen. Ja, machen wir das und gehen noch das Geld so weit hoch, wie es geht. 60 war es, okay. Dann schließen wir das mal ab. Forderung senden. Pause raus, damit das auch klappen kann, ne? Hol auf. Okay, da hat es dann auch geklappt. Truppen ziehen wir ab. Dann können wir hier noch die weiter bekehren. Machen wir auch mal. Wie sieht es mit dem Geld erstmal aus? Gucken wir erstmal danach. 2,80 runter. Und warum? Achso, die beiden sind noch zugange. Wo ist denn der dritte? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Espachoni. Nee. Senden wir mal da in den dritten. Jetzt steht der da. Die anderen beiden werden jetzt gleich fertig sein. Dann ist alles gut erstmal, ne? Okay. Da sind es auch schon wieder welche. Espachomi. Senden wir da hin. Kostet uns momentan Geld, aber müssen wir, glaube ich, durch, oder? So, okay. Das war das dritte Land. Dann sind noch zwei über. Machen wir erst das untere. Ja, sieht doch ganz gut aus, ne? Die ziehen wir mal dahin. Sollte einigermaßen klappen. Was haben wir hier jetzt für eine Meldung? Wir haben keinen legalen Nachfolger, oder was? Wieso geht das auch so? Wurde gerade abgespeichert. Ja, wir müssen gucken, dass wir einen legalen Nachfolger kriegen, oder was? Aber das ist jetzt erstmal abzuwarten. So, war das überhaupt das Richtige? Nee, aber immer noch keiner. Korruption. Stabilität will ich nicht verlieren. Inflation können wir entgegenwirken, ne? Das war da. Inflation senken wir dann mal. Können wir auch zwei, dreimal machen. Ist jetzt nicht so ein Spiel entscheidend. So, einmal geht auch noch da. Das können wir so lassen. Darlehen können wir gerade nicht tilgen und wird sowieso gleich wieder eins aufgenommen werden. Gut. Da ist alles gut, soweit ich erstmal sehe im Schnellen. Okay, das geht voran. 35%, ein Drittel haben wir schon. Auch schön. Da können wir nichts machen, das kostet uns zu viel Geld in diesem Moment. Oh, ich habe da oben was Falsches geklickt, wenn, ne? Die zurückgelassene Familie. Oh oh. Was machen wir denn da? Nationalsteuermodifikator minus 15. Modifikation der Soldatenzahl minus 20. Die würde ich ja dann schon eher machen. Nationale Unruhen plus 2. Tja. Also der Steuermodifikator würde ich nicht machen. Das ist mir zu viel Geld. Und das minus 20 machen wir. Ignorieren wir die Forderung. Ja, da komme ich jetzt nicht drum rum. Blöd ist nur, dass ich gerade meine Truppen nicht auf Vordermann habe, ne? Ich weiß nicht, ob meine Verbündeten auch dazukommen, ne? Ja, das ist halt jetzt so, aber wir wissen, dass wir danach uns wieder aufrüsten können und die wieder kaputt machen können, ne? Und hoffen, dass nur die aufständisch sind und nicht mehr. 4 sind's. Wäre schön, wenn jetzt Verbündete helfen würden. Mach das mal gerade weg. Ja, die kontrollieren das jetzt. Gucken mal, wo die hinziehen. Und wir müssen uns wieder auffüllen. Sollte aber eigentlich funktionieren, oder? Jetzt haben wir 2. Okay, der Glaube, das könnte sein, dass das jetzt nicht funktioniert. Die gehen aber gar nicht weiter. Ist auch interessant, oder?
Dreie. Wir ziehen mal weg. Das wäre jetzt nicht gut, da verstrickt zu werden. So, das können wir wieder befreien. So. Das sollte funktionieren erstmal. Wir müssen nur gucken, dass die da nicht vorher das Land erobern, ne? Schön wäre es, wenn uns irgendwer hier bündnismäßig mal unterstützen würde, aber vielleicht ist das bei Rebellen nicht möglich. Ich weiß nicht. Ja. Eigentlich würde ich gerne 4 haben. Da hätten wir eine Chance, ne? Was haben wir hier? Neugeborene Tochter. Ich erkläre sie den Namen der Thronfolgerin. Ich will einen männlichen Thronfolger. Papsteinfluss, das wäre jetzt erstmal egal. Eine Chance auf einen neuen Erben ist minus 100%. Jetzt machen wir das. Frauen an die Macht. Ah ne, das waren Kinder an die Macht, hieß das, ne? So, jetzt bitte einmal Truppen auffüllen, dass ich da hin kann und das da retten kann. Weil das dauert so lange, weil da die Festung drin ist, ne? Speichert gerade ab. Und ich müsste gerade noch schnell... Wo war das hier? Nee. Da war das, ne? Den noch einen hinsenden, damit wir das auch noch ändern. So. Missionen sind nur noch 2 unterwegs. Das ist ja schon mal gut. Jetzt wäre schön, wenn da noch ein dritter, ein vierter reinkommt in die Armee wieder. Sieht gerade nicht so aus, als ob das klappt. Ein bisschen knapp bei Kasse, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ne? Jetzt ist der vierte da und jetzt greifen wir auch gleich an. Bevor die das Land kriegen, müssen wir die erst nochmal angreifen. Aber wir sind wieder unterlegen, machen die aber ganz schön klein erstmal. Aber das ist unsere einzigste Chance momentan, dass wir diese, sag schon, Truppen regulär hinkriegen, ne? So katholisch ist dann, glaub ich, alles, ne? So, jetzt muss das nur besser werden hier, ne? Sind nicht viele übergeblieben diesmal, ne? Und die hatten noch 3 und wir sind mit 4 da rein. Ja, wir müssen diese Forderung ignorieren. Ist halb so wild. Die kriegen das jetzt gleich, da kommen wir nicht drum rum. Das ist ein bisschen doof. Kann ich aber auch nicht ändern. Okay. Kann keiner sein von uns, der mir wichtig ist. So, die sind auch gleich durch. Dann wird es mit dem Geld wieder ein bisschen besser, glaube ich. Da liegt gerade bei 0 die Bilanz, ne? Ja, die haben es jetzt geschafft. Muss nur aufpassen, wenn die sich in unsere Richtung bewegt, dass wir die dann nicht aufeinandertreffen. Das wäre noch etwas zu früh. Da müssen wir erst Soldaten für haben. So. So, das ist noch mehr. Dann haben wir jetzt eine positive Bilanz. Ich glaube, wir bleiben hier. Wenn sie nach da ziehen, können wir nach da ziehen. Hier wäre das nur da möglich, dass wir wissen, wo wir hingehen können. Die Truppen werden nicht mehr, ne? Das ist ein kleines Problem. Ja. Ein bedeutender Mann ist gestorben, aber nicht bei uns. Die ruhen sich noch ein bisschen aus hier. Wir haben natürlich die bessere Moral, ne? Ja. Dauert. Jetzt machen sie den Weg nach da. Wir gehen besser hier rum. Die kämpfen jetzt da, aber wir können direkt da reingehen. Wird zwar seine Zeit dauern, aber die eine Armee schafft das auch. Und die haben aufgefüllt auf 4. Die reparieren sich auch. Das war bis jetzt noch nicht so, oder? Das wird schwer dann. Oh, ich glaube, ich laufe erstmal weg, weil das könnte sein, dass die uns angreifen, dann haben wir gar nichts mehr.
Wir sollten hier bleiben, nicht so weit weglaufen. Das wäre Blödsinn, so weit wegzulaufen erstmal. Reagieren können wir dann immer noch. So, ich hoffe, die laufen nach da, dann machen wir das wieder rückgängig. Und wichtig wäre, dass wir mehr Truppen kriegen. Na komm schon. Stabilität verlieren wir bei beides. Ja, unterstützt die Philosophen oder Klerus? Hier sind die... Ah, ich nehme das. Die marschieren nach da unten. Das ist jetzt gerade sozusagen das, was ich nicht wollte, ne? Aber die gehen nach da. Ne, die können mich in beiden Ländern dann angreifen. Das ist schlecht. Aber wir gehen erst dahin, weil das wir schneller wieder befreien können. Weil da keine Festung drin ist. Wir haben wieder eine negative Bilanz. Das ist jetzt richtig doof, ne? Ja. Jetzt müssen wir gucken, was die machen. Wir müssen da erst weglaufen. Müssen wir das machen? Wir gehen hier unten hin. Was ist... Ah, die laufen nach da jetzt weg. Okay, zurückgelassene Familie hatten wir schon mal, ne? Armee-Modifikator, langsam wird das auch ernst. Aber es ist das, was ich brauche, sag ich mal. Die laufen weg, wir laufen da rein. Die kämpfen da, wir kämpfen hier. In der Zeit, wo wir befreien, können wir uns auch wieder aufrüsten. Die werden zum Glück nicht mehr wie vier. Die waren ziemlich schnell. Um die sind wir auch so schnell. Shit. Wenn die sich bewegen, haben wir verloren. Achso, wir haben schon befreit. Haha. Geh mal dahin. Schon mal anfangen. Ja, wir müssen die Truppenstärke hochkriegen, aber das ist ein bisschen schwierig. So, ich mache aber mal gerade eine Pause rein. Ich sehe gerade, wir können mal versuchen, die Stabilität zu steigern. Macht vielleicht Sinn. Können wir aber nicht, weil wir nicht die Möglichkeiten dazu haben. Ja, das ist aber nicht ganz viel. Da müssen wir gerade einen Monat warten, sozusagen. Ah, die laufen wieder nach unten. Das ist schon mal gut. Ah, es geht noch nicht, ne? Immer noch 80, okay. Steigern wir das. Wir müssen die wieder auf 0 bringen. Okay. Aber es wird eher weniger wie mehr. Das ist echt schade. Ja, wenn ich da jetzt drinnen bleibe, habe ich ein Problem. Die können mich angreifen. Ich habe nur 2 Truppen, wird langsam mehr. Was ist hier eigentlich so viele Fragezeichen dann? Ach, das reicht nicht zur Belagerung aus, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal hier rüber. Aber das überlegen wir uns nochmal genau, aber diese Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.